Hallo liebe Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reizgeschichte hier auf meinem YouTube-Kanal. Der Reizeffekt, klare Kante gegen dumpfe Parolen. So, zuallererst einmal ein ganz herzliches, frohes Ostern an euch alle. Wenn YouTube kein Sperenzchen machen sollte, wird dieser Teil planmäßig am Ostermontag auf Sendung gehen. Also noch rechtzeitig, um euch allen ein Happy Auferstehungsfest zu wünschen. Ich muss mich an dieser Stelle auch direkt entschuldigen, dass ich es in letzter Zeit nicht wie ursprünglich geplant geschafft habe, viel häufiger und regelmäßiger Content auf meinem Kanal hochzuladen. Das lag darin begründet, dass ich viel um die Ohren hatte. Ich war familiär auch sehr eingespannt in letzter Zeit. Hab aber mit meinem Freund Philipp Schlaffer von Ex-Rechte Rotlicht Rocker einen offenen Talk am vergangenen Mittwoch gehabt. Den Link dazu findet ihr auch in meiner Community-Mitteilung. Und könnt da natürlich auch immer wieder gerne mal reinschauen beim Philipp, falls ihr Sehnsucht nach mir habt, weil da versuchen wir uns auch einmal wöchentlich zumindest zu Wort zu melden, so dass ihr nicht auf Reizentzug kommen müsst. Ich habe die Zeit natürlich nicht nur dazu genutzt, mich um meine privaten Angelegenheiten und meine familiären Angelegenheiten zu kümmern, sondern war auch für euch aktiv. Und zwar habe ich die Untiefen meines zum Bersten gefüllten Archives durchsucht, um euch auch in diesem Video wieder ein paar alte, never before gezeigte Bilder ad oculus vor Augen zu führen, um damit auch meine Erzählungen ein bisschen zu unterfüttern. Ich hatte euch im dritten, im vergangenen Teil der Reizgeschichte ja dargestellt, dass unsere erste große Versammlung nach der Gründungsveranstaltung im Oktober 1998 dann von der Polizei gesprengt wurde und dabei auch etwas näher ausgeführt, inwiefern diese Sprengung der Veranstaltung und das gegen uns eingeleitete Verfahren wegen Fortführung der 1995 verbotenen Neonazi-Partei FAP, Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, eigentlich ein Glück für uns gewesen ist damals, weil eben dadurch sich die Spreu vom Weizen trennte und all diejenigen, die nur aus Spaß und zum Saufen zu gehen oder aus unpolitischen Beweggründen aus der Skinhead-Szene sich mal da ein bisschen umgeschaut haben, durch das Verfahren dann aussortiert worden sind. Wir haben ja auch dann Einsicht bekommen in die Ermittlungsakten und konnten da auch direkt sehen, wer mit den Behörden kooperiert hat. Das war und ist natürlich in der Neonazi-Szene ähnlich wie in der Mafia ein schlimmes Vergehen. Das ist Kameradenverrat, das ist Kooperation mit dem System, mit den Strafverfolgern und führte natürlich dazu, dass entsprechendes Personenklientel dann samt und sonders aus der Bewegung, wie wir es großspurig nannten, also aus der Szene ausgeschlossen wurde. Und so wurde dann aus dieser anfangs 40, 50, 60 Leute, die als Interessenten sich bei uns gemeldet hatten und mitmachen wollten, dann ein harter Kern von 5 bis 10 Leuten, die dabei waren. Und dann fingen wir an, die Politik ein bisschen anders aufzuziehen. Und zwar wollten wir dann nicht mehr die Massen gewinnen und wollten keine Riesenveranstaltungen mehr abhalten, wo jeder hinkommen sollte, der irgendwie gerade mal Lust hat, am Kameradschaftsabend teilzunehmen, sondern wir wollten dann auch gemäß der Konzeption Michael Kühns, den habe ich bereits erwähnt, politische Soldaten sein. Ja, wir wollten Elite sein, wir wollten Kader sein, wir wollten dann eine Auslese darstellen von politischen Kämpfern, die keinen Wert darauf legt, bloße Masse zu haben, sondern eine vermeintliche Klasse an den Tag zu legen. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie sollte diese Klasse aussehen? Brauchtet ihr einen Hochschulabschluss oder brauchtet ihr ein fünfstelliges Einkommen? Was war denn das Kriterium? Das Kriterium war denkbar einfach. Derjenige, der sein bürgerliches Leben hintanstellte, der seine Familie, seine Freunde, seine Persönlichkeit hintanstellte und sich ganz in den Dienst der Bewegung stellte, also sprich, der den ganzen Scheiß mitmachte, den wir vorgegeben haben, nämlich von einer Demo zur nächsten zu laufen, von einer Versammlung zur nächsten zu juckeln und immer schön bravartig dabei zu sein, wenn Aufkleber, Plakate oder Flugblätter verteilt werden, der war dann Teil der Elite. Ja, also man musste dafür nicht besonders intelligent sein, man musste dafür nicht eine besondere Leistung
mit sich bringen, sondern es reichte, wenn man sich voll und ganz in den Dienst der Sache stellte, in den Dienst der Bewegung stellte und darin dann seinen Lebensinhalt, Sinn und Zweck begriff. Ja? Natürlich führte das zwangsläufig dazu, dass man auch mit dem normalen Teil der Gesellschaft irgendwo aneckte, wenn nicht sogar abschloss, weil die Gesellschaft wurde, wie ja auch schon in meinen anderen Videos hier auf der Reizgeschichte erwähnt, als Feind betrachtet, ja, nicht als Freund oder nicht als neutrales Individuum, sondern die Gesellschaft an sich war der Feind. Das waren die Schlafschafe, das waren diejenigen, die der Gehirnwäsche der Siegermächte und des Judentums zum Opfer gefallen sind, die dem Internationalismus huldigen, die sich in jene Geistessphären verirrt haben, die dem Nationalsozialismus feindlich gesinnt sind und damit den Volkstod herbeiführen oder den großen Austausch, wie es ja heute das Narrativ in der rechtsextremen Szene ist, herbeiführen. Das waren damals auch schon die Gedankengänge, die wir hatten. Das war damals auch genau dasselbe Feindbild. Ich kann mich da an Propaganda erinnern, die wir von Kameraden bekommen haben, die länger aktiv waren, aus den 80er Jahren, wo eins zu eins, ja, das wiedergegeben wurde, was auch heute von rechtsextremen Kreisen wiedergegeben wird, nämlich wir müssen die Masseneinwanderung stoppen, der Volkstod steht bevor, wir verlieren unsere Identität als Deutsche, unsere Rasse ist in Gefahr. Und das sind damals auch die Dinge gewesen, die wir dann verbreitet haben und die dann natürlich einen grundsätzlichen Kampf in Aussicht gestellt haben, nämlich das System abzuschaffen, das System zu beseitigen und ein vermeintlich besseres System an seine Stelle zu setzen, das System des Nationalsozialismus, wo das Volk im Mittelpunkt allen Denkens und Handelns steht, wo der Einzelne nicht zählt, sondern alleine durch die Identifikation und den Einsatz für die große Gemeinschaft, für das Volk, für die Rasse, für die Nation seinen Wert erhält. Und das im Kleinen vorweggenommen wurde auch dann bereits in unserer politischen Selbstorganisation verlangt, nämlich, dass die Leute sich einzusetzen haben, dass sie teilnehmen an den Veranstaltungen, dass sie ihre persönlichen Befindlichkeiten hin anstellen. Ja? Und auch da hat man immer dann so Parallelen zu Verbrecherorganisationen wie die Mafia, die bei ihren Aufnahmeritualen ja auch ihren Neumitgliedern abverlangt, dass sie zuerst immer an die Cosa Nostra, La Cosa Nostra, an die Gemeinschaft der Ehrenmänner denken soll. Und völlig egal, ob die Mutter im Sterben liegt oder die Frau schwanger ist, wenn der Boss ruft, haben sie zum Boss zu kommen und alles andere eben dann zurückzustellen. Und das wurde von uns in der Politik auch erwartet. Wir haben gesagt, uns ist das völlig egal, was ihr jetzt privat vorhabt, wenn da ein Fußballspiel ist, wenn deine Freundin Geburtstag hat, wenn wir eine wichtige Veranstaltung haben, dann musst du da sein. Überleg doch mal, hier geht es nicht um persönliche Lustbarkeiten, mit denen wir vom System gekauft werden, damit wir blind, taub und stumm unserem auf dem liberal-kapitalistischen Reißbrett entworfenen Untergang entgegentaumeln. Ja, das waren damals so die Parolen, die ich auch ausgegeben habe. Da müssen wir dann wirklich die Prioritäten setzen und hier geht es um unser Überleben, unser Dasein als Volk, als Gemeinschaft, als Kultur, als Lebensart und die wird bedroht und das hat doch immer an erster Stelle zu stehen. Ja, das war damals so der absolute Fanatismus, in den ich eingetaucht war. Das waren wirklich die Wahnvorstellungen, die sich in meinem Kopf breit gemacht hatten, weil ich bin da völlig aufgegangen in dieser Selbstbeweihräucherung, dieser echt erbärmlichen, muss ich heute sagen, als vermeintlicher elitärer politischer Soldat, der sich selber zum Märtyrer ein Stück macht, indem er auf alles andere verzichtet, sein eigenes bürgerliches Leben, seine Familienbande, seine Freundschaften, um den Kampf für Deutschland, für die Wahrheit und für das Erwachen der heiligen Nation zu führen. Ja, also ich kann heute wirklich nur den Kopf drüber schütteln, aber damals als blutjunger Mensch im Alter von 15, 16 habe ich mich leider wirklich in diese Wahnideen verrannt und bin voll darin aufgegangen. Wenn ihr euch mal fragt, wie sah damals der junge Axel eigentlich aus? Ich kann euch sagen, ich war eine absolute Karikatur. Ja, also ich sah aus wie aus so einem schlechten Comic entsprungener Hitlerjunge. Und ja, das hat wirklich so ein bisschen eher was von Live-Action-Roleplay-Game, von LARP gehabt, wie es heute gespielt wird, als irgendwie von einer politischen Bewegung. Ja, aber ich zeige euch mal, was damals so mein Outfit war und wie ich aussah. Da habe ich noch ein sehr schönes Bild gefunden.
Da war ich gerade 15, das ist aus dem Jahre 1998. Das war noch in der Wohnung meiner Eltern, in meinem Kinderzimmer. Da hatte ich dann meinen Schreibtisch aufgebaut und habe mich dann unheimlich wichtig gefühlt, wenn ich dann Post von Kameraden bekommen habe und da Kontakte mit Organisationen geschlossen hatte. Und ich habe damals auch alles bestellt, was irgendwie in der Szene zu haben war. Das gab damals noch, das hatte ich glaube auch schon mal erwähnt, die sogenannten Fanzines. Das waren ja wirklich schlecht notdürftig zusammenkopierte Heftchen, in denen dann Aktionsberichte abgedruckt waren, aber auch Adressen und Kontaktmöglichkeiten für Leute, die in der Szene neue Brücken schlagen wollten. Das habe ich sehr intensiv gemacht. Ich habe also überall, wo es irgendwo ging, hingeschrieben, habe Propagandamaterial bestellt und habe also da meine ganze Existenz für verpfändet. Es ging dann so weit, dass ich natürlich auch durch meine extremistische Prominenz, ich habe es ja erwähnt gehabt im letzten Video, da haben wir große Schlagzeilen gemacht. Es haben sich Antifa-Gruppen, es haben sich Bündnisse gegen rechts wegen uns gegründet. Dadurch geriet ich natürlich in den Fokus auch von linksextremen Kreisen, die auch dann sehr schnell mitbekommen haben, wo ich lebte. Damals noch im beschaulichen Bergheim-Vliesdeden. Das ist ein Örtchen benannt nach Peter von Vliesdeden. Also ein ganz kleines Kuhkaff, könnte man böse sagen. Also ein wirklich sehr bürgerliches Milieu und bürgerliches Umfeld, wo jeder jeden kannte und wo nachts um 8 dann auch die Bordsteine hochgeklappt worden sind und wo jede Anomalie in diesem bürgerlichen Dasein auch dann sofort Dorfgespräch war. Und ja, genau, in diese ja friedvolle bürgerliche Welt brach dann ja dann der radikale Antifaschismus ein, indem er Farbbeutel auf das Haus meiner Eltern warf, indem er Graffitis machte gegen Nazis, meine Person. Es wurden dann Flugblätter verteilt. Weg mit dem Nazi-Nest. In der Bonnstraße, in der ich damals gelebt habe, befindet sich ein Nazi-Zentrum. Da ist einer der Schrittmacher der neuen Nazi-Bewegung und da müssen wir entschieden gegenhalten, waren damals die Parolen. Ich werde mal versuchen, ich habe irgendwo in meinem Archiv sogar noch alte Flugblätter, die gegen mich verteilt worden sind, rumliegen. Die kann ich euch dann auch mal ad oculus führen, vor Augen führen. Und naja, auf jeden Fall hatte das damals eine erhebliche Wirkung auf meine Eltern, als auch auf das brave Bürgertum da im Vliesdeden. Die waren natürlich alle dann ja, sehr erschrocken und ich tat auch mein Übriges dazu, indem ich dann rumlief und wie wild Hakenkreuz aufkleber von der NSDAP Auslands- und Aufbauorganisation verbreitete. Die habe ich im letzten Video auch vorgestellt. Das ist eine Organisation, die von einem Deutschamerikaner, Gary Lauck, in Lincoln, Nebraska gegründet wurde und die im Grunde genommen nichts anderes war als ein Versanddienstleister für die Neonazi-Szene, die die deutschen Kameraden von den sicheren USA aus, wo es legal ist, mit allerlei verbotenen Materialien versorgte. Da gab es von Hakenkreuzfahnen über die erwähnten Hakenkreuzaufkleber bis hin zu nationalsozialistischer Literatur, alter und neuer Generation, alles, was das Neonazi-Herz begehrte. Und ich rannte auch in meinem Dorf natürlich rum und verbreitete überall diese Aufkleber mit wirklich abscheulichen Parolen, wie die Juden sind unser Unglück, Ausländer raus oder wir sind wieder da. Und nach diesen antifaschistischen Outings wusste natürlich auch jeder im Dorf, wer dafür verantwortlich war. Und das sorgt natürlich dann zu einer unglaublich angespannten Situation auch zu Hause. Meine Eltern waren regelrecht verzweifelt, weil sie mich von diesem Extremismus nicht abbringen konnten. Sie haben alles versucht, sie haben mir Hausarrest gegeben, sie haben mein Taschengeld gesperrt, sie haben versucht, auf mich einzureden und da hatte ich schon vollkommen zugemacht, weil sie haben auch immer den Fehler gemacht, dann antifaschistische Aktionen, die Sachbeschädigung beinhalteten, die Verleumdung beinhalteten, dann zum Anlass zu nehmen, mir die Verantwortung dafür zuzuschieben. Ja, aus meiner damaligen Binnenperspektive war das so, dachte mir, okay, ich sage einfach meine Meinung, ich laufe nicht rum und beschmiere andere Leute Häuser, ich verteile keine Flugblätter, um jemanden anzuprangern. Ich beschädige nicht die Autos der Eltern von denjenigen, die ich als Gegner ausgemacht habe. Das tut die Gegenseite und ihr macht mir jetzt die Hölle heiß, anstatt auf die sauer zu sein. Ja, das war damals halt meine Sicht der Dinge. Ich habe also mich da selber als Opfer gesehen, ich habe mich da als unschuldig gesehen und naja, aus Sicht meiner Eltern war es natürlich so, dass ich der Auslöser war, völlig klar und das führte dann zu einer weiteren Entfremdung und Entzweiung. Und diese antifaschistischen Aktivitäten, die in schönster Regelmäßigkeit dann stattfanden, sehr zum Leidwesen meiner Eltern,
führten dann dazu, dass im Alter von 16 Jahren meine Eltern mich vor die Wahl stellten und sagten, okay, du kannst jetzt entscheiden, entweder du hörst auf mit deinem Unsinn, du hörst auf mit dieser extremistischen Mist und kümmerst dich wieder darum, dass du die Schule ordentlich machst, dass du ein vernünftiges Hobby findest, deinen Freundeskreis wieder reaktivierst und nicht mehr diesen kruden Ideen nachhängst, oder du musst gehen. Und ja, ich war damals natürlich dann zutiefst gekränkt und sagte auch, ja, was habt ihr für ein Problem? Ja, wie gesagt, ich mache nichts anderes als das, was in einer Demokratie üblich sein sollte. Ich nehme ein Recht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch. Ich werde dafür unterdrückt und angegriffen und ihr wollt mich jetzt auch noch zensieren und verbieten. Das war genau das Narrativ, was ja schon in der Schule dazu geführt hatte, dass ich mich der rechtsextremen Szene damals aus Interesse und Freude an der Provokation zugewandt hatte. Was dann aber dazu führte, dass ich mich dort heimisch fühlte, dass es mir logisch erschien, wenn behauptet wurde, diese Demokratie ist nicht echt, das ist alles nur gelogen, das ist alles nur falscher Schein, weil wenn du die falschen Fragen stellst oder die falschen Positionen vertrittst, dann gilt diese Demokratie nicht mehr für dich. Das ist gleichgeschaltet. Wir dürfen hier nicht sagen, was wir wollen. Das war damals für mich schlüssig, weil so erlebte ich es aus meiner Binnenperspektive heraus. Ja, also man kann sich vorstellen, mit 14, 15 ist man natürlich noch nicht imstande, genau umzusetzen und genau zu hinterfragen, was da passiert. Da befindet man sich als Jugendlicher gerade in der Selbstfindungsphase und verfügt noch gar nicht über die mentalen, kognitiven Fähigkeiten, verstandesmäßig umsetzen zu können, was jetzt richtig und falsch ist. Ja, da sieht man vor allem seine Position, dann denkt man daran, dass man ja als Idealist was Gutes will, so abstrus das klingen mag, ja, dass also diese totale Unfreiheit des Nationalsozialismus für mich damals als was Tolles erschien und als Freiheit verbrämt wurde, ja, aber so war es halt damals. Ja? Und letztlich spielten dann solche Entwicklungen, wie ich gerade geschildert habe, mit meinen Eltern dann auch da hinein, dass man sich immer mehr bestätigt fühlte. Und das war dann wieder diese verhängnisvolle Entwicklung, dass man sich selber umso mehr von der vermeintlich falschen, verlogenen Gesellschaft und ihren Apologeten abzugrenzen suchte, zum anderen aber auch die letzten Brücken, der letzte Halt, den man in die normale Gesellschaft hatte, ja auch mehr und mehr verloren ging. Ja? Ich möchte jetzt meinen Eltern nicht den Vorwurf machen, die haben damals viel versucht, um mich zur Raison zu bringen, also haben da alles Mögliche unternommen. Sicherlich war es nicht richtig, dass sie dann irgendwann kapituliert haben und mich im Alter von 16 Jahren vor die Tür gesetzt haben, weil das hat mich dann der elterlichen Kontrolle komplett befreit. Ja, also da konnte ich dann machen, was ich wollte und das habe ich dann auch weidlich ausgenutzt. Also das führte dazu, dass ich dann das letzte Jahr in der Schule, der Realschule, ja dann schon alleine lebte. Mein Vater hat mir dann eine Wohnung besorgt, hat mir das Kindergeld ausgezahlt und mich ein bisschen finanziell unterstützt. Und für alles Weitere suchte ich mir dann Nebenjobs, ja, weil ich brauchte das Geld ja, um zu den Veranstaltungen zu fahren, um meine Mitgliedsbeiträge in den Organisationen zu bezahlen, um Propagandamaterial zu kaufen und zu verbreiten. Und da ging schon eine ganze Menge Kohle für drauf damals. Und das habe ich mir finanziert mit allerlei Nebenjobs. Also ich habe da wirklich vom Supermarktkommissionierer, später, wo ich was älter war, Versicherungsverkäufer, ja, oder Kistenschlepper im Getränkemarkt, so ziemlich alles gemacht, was irgendwo eine schnelle Mark brachte. Und sah mich natürlich dann in dieser Situation umso mehr auch in meinem Selbstbild bestätigt, als der leidende Kämpfer, als der darbende Revoluzzer, der für die Wahrheit und für die Ideale und das gute Deutschland kämpft. Und diese Opfer, ja, ihr seht, mir läuft auch gerade jetzt noch eine Träne aus dem Knopfloch, sich dafür eingesetzt hat. Ja, aber das war natürlich damals schon für mich eine harte Zeit, gerade als junger Mensch, wirklich so völlig auf mich allein gestellt zu sein und da dann auch alleine zu leben. Ihr könnt euch vorstellen, vorher Hotel Mama, wo alles gemacht wurde, von der Wäsche übers Essen, Kochen, über die Finanzen und so weiter und so fort, plötzlich völlig auf sich allein gestellt dazustehen. Das war für mich damals schon ein Opfer aus meiner Sicht, das ich gebracht habe, für meine Ideale, für meine Bewegung. Und das zeichnete mich in meiner Binnenperspektive aus, vor all jenen, die den vermeintlich einfachen Weg gegangen sind. Ja, und das war für mich dann auch schon etwas, was in der Szene Rückhalt brachte, weil da natürlich dann die Kameraden sagten so, oh, ja, der Reiz, der macht aber, der zieht aber durch, ja, der bringt wirklich Opfer, der lässt sich nicht den Mund verbieten, der lässt sich nicht klein machen. Und ja, so führte es dazu, dass ich dann natürlich mich umso mehr an das hielt, was mir dann Rückhalt gab, was mich bestärkte, was mir auch in dem damaligen Sinne noch logisch erschien,
von meinem entwickelten Weltbild aus. Und ja, dann ging es natürlich los und der tiefe, tiefe Fall in den Extremismus fing an. Und zwar dahingehend, dass ich dann wirklich Fulltime-Aktivist war. Ich habe das letzte Schuljahr eigentlich nicht mehr besucht. Ja, die Lehrer waren froh, dass sie mit mir nicht mehr diskutieren mussten. Und ja, ich habe mir gesagt, von wegen, gut, es gibt Wichtigeres, ich verdiene jetzt Geld, ich bin im Kampf um Deutschland, ich muss mich jetzt um Propaganda kümmern, ich muss mich jetzt um Versammlungen kümmern, ich muss jetzt den Kameradschaftsabend mit organisieren und, und. Ja, und das war damals dann meine Berufung, die ich hatte, was aber dazu führte, dass ich das letzte Jahr auf der Realschule so gut wie überhaupt nicht zugebracht hatte, deswegen keinen Abschluss hatte und ja, dann einfach nur als Gelegenheitsarbeiter durch die Gegend tingelte und das dann halt zum Teil meine Identität machte. Ja, weil ich sagte, ach, dieses bürgerliche Leben, ah, denen es nur ums Geld, ums Fortkommen gilt, da habe ich nichts mit zu tun, ich kämpfe für die Ideale. Also damals habe ich dann dadurch mich selber als elitär gesehen, als den anderen überlegen gesehen, weil ich eben diesen Einsatz brachte und habe überhaupt gar nicht erkannt, dass ich wirklich da völlig meine bürgerliche Existenz eingerissen hatte, dass ich da meine ganze Zukunft verbaut hatte. Und ja, da hielt ich mich halt an das, was ich hatte. Und das war meine Bewegung, das war meine Kameradschaft, das war meine politische Arbeit. Und da gab es ja einiges zu tun. Denn nachdem versucht worden war, uns wegen Fortführung der FAP als kriminelle Vereinigung hinzustellen oder als Fortführung einer verbotenen Vereinigung hinzustellen, ging es natürlich dann in die Offensive. Wir haben dann gesagt, wir lassen uns hier nicht verbieten. Wir sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn wir als so kleine, junge Kameradschaft dann schon so in den Fokus der Behörden geraten und wegen uns Antifa-Gruppen auf die Barrikaden gehen und Flugblätter über uns verteilen und, und. Jetzt müssen wir zusammenhalten und jetzt erst recht. Ja? Und so zog ich dann diese Kameradschaft nach dieser Entwicklung auf im Sinne Michael Kühns. Michael Kühn war der Begründer des Neonationalsozialismus, kann man sagen. Er war einer der ersten, der in den 70er Jahren, 1977, hat er in Hamburg die sogenannte Aktionsfront Nationaler Sozialisten gegründet, der sich hinstellte und sagte, wir sind Nationalsozialisten, wir vertreten keine verdeckte Politik, wie es in anderen damaligen rechtsextremen Organisationen der Fall war, die hinterrum natürlich dann schon gesagt haben, ja, Hitler war ein toller Führer und das Hakenkreuz war unser Symbol, aber das können wir ja nicht offen sagen. So Entwicklung gab es auch, eben aus Angst vor strafrechtlicher Verfolgung, aber auch aus dem Wissen heraus, dass in der Bevölkerung mit derartiger Politik und derartigen Parolen einfach keine Sympathien mehr zu gewinnen waren. Ja, aber Kühn sah das anders, er war jung, er war extrem, er war fanatisch, genau wie ich, und stellte sich hin und sagte, wir sind Nationalsozialisten, das soll die Welt auch wissen und wir werden ihnen schon beibringen, warum. Und der Mann hat dann auch früh angefangen, sich strafbar zu machen. Er saß in jungen Jahren auch schon in Haft und besaß allerdings ein sehr, sehr bemerkenswertes intellektuelles Format, auch analytische Fähigkeiten und konnte im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Führern dieser Szene nicht nur ein paar Pamphlete verfassen, ein paar Flugblätter schreiben, sondern wirklich Bücher. Ja, und in seinen Büchern, die über die NSDAP, Auslands- und Aufbauorganisation, verbreitet worden sind, skizzierte er dann das politische Soldatentum in Tradition und Geist der SA, so lautete auch ein Titel eines seiner Werke. Er bezog sich da auf den sozialrevolutionären Flügel der NSDAP, er stellte soziale Themen in den Vordergrund, er kümmerte sich um Themen wie Umweltschutz, wie Gerechtigkeit und das war etwas anderes als dieses Bild des Nationalsozialismus, was ich von der Schule her kannte, ja, oder was ich aus Büchern der Historie kannte. Er zeichnete ein gänzlich anderes Bild. Und das gefiel mir natürlich. Das war eine Sache, wo ich sagte, Mensch, ja, der spricht sich ja hier eigentlich für was Gutes aus, so habe ich das damals gesehen, und geht dafür in Haft, wird dafür verfolgt. Und das sind ja ähnliche Erfahrungen, die ich jetzt auch mache. Und so wurde dieser Mann zu meinem Vorbild. Und Kühnen ist ja im Jahre 1991 an HIV, an AIDS gestorben. Er war Homosexueller und setzte sich auch in der Szene dafür ein, dass Homosexualität als mit dem Nationalsozialismus kompatibel betrachtet wird. Das war später auch meine Haltung, die ich in der Szene eingenommen habe, für die ich hoch umstritten war, weil das war immer ein rosa Tuch für die Szene Homosexualität. Das war für die meisten ein ja nicht hinnehmbares
Vergehen an der Natur und dem natürlichen Auftrag, Kinder zu zeugen. Und da hat es auch keine Rolle gespielt, wenn man sagte, okay, Adolf Hitler hat auch keine Kinder gezeugt und Nationalsozialismus bedeutet ja eigentlich, jeder an seinem Platz nach seinen Fähigkeiten. Das heißt, wenn einer 5 Kinder zeugen will, ist das genauso in Ordnung, als wenn einer keine Kinder zeugen will. Aber das galt natürlich in großen Teilen der Szene nicht. Da wurde stattdessen gesagt, Homosexuelle sind alle abartig, die gehören weggesperrt und die gehören auf gar keinen Fall in die Bewegung und dürfen dort nicht mit jungen Menschen in Zusammenhang gebracht werden. Das war so die gängige Haltung eigentlich im rechtsextremen Lager. Bernd Kühn da in dieser Hinsicht schon fortschrittlicher im Vergleich zu den anderen Denkmustern war und sich da halt eingesetzt hatte für Akzeptanz von homosexuellen Kameraden. Und so gab es damals dann im Jahre 1986 eine große Spaltung der damals von Kühn maßgeblich geleiteten und dominierten Neonazi-Bewegung. Und das hat sich dann weiter ein bisschen zersplittert. Aber damals, Kühns Weggefährten waren immer noch aktiv, auch damals in unseren Strukturen. Das war zum Beispiel Thomas Wulff, der ein enger Weggefährte von Kühn war. Der war ja einer der Wortführer der Freien Nationalisten. Oder Christian Worch, der lange Jahre einer der engsten Mitstreiter Kühns war und zeitweise sein Stellvertreter. Und auch Thomas Brehl, auch lange Jahre Kühns Stellvertreter und enger Vertrauter, der mit ihm zusammen 1983 die im gleichen Jahr verbotene ANSNA gegründet hat. Da ist nämlich Kühns Aktionsfront Nationaler Sozialisten mit Thomas Brehls nationalen Aktivisten verschmolzen. Und das war eine reine Neonazi-Organisation, die auch ganz klar nationalsozialistische Themen auf ihre Agenda gesetzt hatte und auch keinen Zweifel daran ließ, was sie sind und was sie nicht sind. Ja, also da galt immer die Parole, wir sind keine Demokraten, wir sind Nationalsozialisten, wir wollen das System nicht reformieren, wir wollen es abschaffen. Und das war ja genau das, was ich auf andere Art und Weise mir ja auch schon erarbeitet hatte in Abgrenzung zur NPD, die zur damaligen Zeit ja auch nur reformieren wollte und die nicht die Systemfrage stellte, was wir damals als junge Radikale, als junge Extremisten uns zum Ziel gesetzt hatten. Ja, und so war es dann nur natürlich, dass wir, die wir ähnliche Erfahrungen völlig unabhängig von der Historie der Neonazi-Bewegung in Deutschland gemacht hatten, uns an Kühn orientierten, der genau das auch dann wiedergeben konnte und der auch damit angefangen hatte, eine eigene Tradition zu begründen, eine eigene Geschichte zu schreiben. Ja, zu dieser Tradition gehörte es zum Beispiel, dass die Kameraden sich in Erinnerung an Blutzeugen der Bewegung an sich in Erinnerung an ehemalige Blutzeugen der Bewegung. Das waren gefallene Nationalsozialisten, die in Straßenkämpfen mit Kommunisten und mit anderen politischen Gegnern ums Leben gekommen sind, einen Namen geben. Ja, und in Köln haben wir uns Walter Spangenberg ausgesucht. Walter Spangenberg ist zusammen mit dem SA-Mann Wienand Winterberg von Kommunisten schon nach der Machtergreifung Hitlers in einer Straßenschlacht ums Leben gekommen. Und diese Tradition, die von Kühnen hervorgebracht wurde, wurde von uns in Köln dann übernommen. Damit haben wir uns auch in die Tradition Kühnens gestellt und haben uns dann nicht mehr Kameradschaft Köln, sondern Kameradschaft Walter Spangenberg Köln genannt. Des Weiteren trugen wir Braunhemden. Wir wollten ja politische Soldaten sein. Und Kühn sah immer die SA als großes Vorbild, übrigens in scharfer Abgrenzung zur SS, die er komplett ablehnte. Eins seiner apodiktischen Aussprüche, auch in seinen Schriften, war: Solange ich in dieser Bewegung etwas zu sagen habe, wird es keine neue SS mehr geben. Und das haben wir auch so gesehen. Das war für uns ja auch so ein bisschen eine Ausflucht, dass wir sagen konnten: Okay, nicht alles, was im Nationalsozialismus unter Hitler passiert ist, heißen wir gut. Der Nationalsozialismus hat seit dem Röhm-Putsch, der für uns ein Putsch gegen Röhm war, 1934 eine Entwicklung genommen in Bereichen, die wir nicht mittragen wollen, die wir nicht gutheißen, die wir auch kritisieren. Das war auch so ein bisschen ein Novum in der Neonazi-Szene, weil da waren auch viele, die natürlich dann die SS hochgehalten haben, die den absoluten Auserwähltheitswahn der nordischen Rasse, des nordischen Blutadels proklamierten. Und das war gar nicht so unser Ding. Wir wollten da eher Radikale mit guter Laune sein, wir wollten Sozialrevolutionäre sein, wir wollten auch soziale Themen ansprechen, wir wollten keine Schädelvermesser sein, wie wir das damals genannt haben. Ja, und haben auch gesehen,
dass eben die Dinge, die in der Bevölkerung irgendwo noch Reaktionen hervorbringen konnten, neben dem üblichen ausländerfeindlichen Stigmata war, dass wir eben da von der Überfremdung sprachen und dass wir von der Überrennung durch Rassefremde fabulierten, dann auch soziale Themen aufs Parkett hoben, ja, indem wir sagten, unter Nationalsozialisten gibt es keine Arbeitslosigkeit, gibt es keine soziale Ungerechtigkeit, da hält die Volksgemeinschaft zusammen, da wird sich umeinander gekümmert und das war dann schon etwas, was viel besser eben unter dieser Ägide linker Nationalsozialismus, sozialrevolutionär verbreitet werden konnte, als eben unter Heinrich Himmler oder SS-Ägide, wo es ja nur hieß, wir müssen eine Hochzucht betreiben, wir müssen die arischen Auserwählten sein, wir müssen die Welt dominieren und der Weiße ist allen anderen überlegen. Das haben wir damals noch nicht verbreitet. Ja, und das war auch eine Sache, die ich dann durchaus nachvollziehen konnte, die den Nationalsozialismus aus Sicht Kühnens oder aus Sicht der Linken nicht so schlimm erschienen ließ, wie er tatsächlich seiner Grundlage her war. Ja, er konnte das halt anders verkaufen. Er konnte das damals aus meiner Sicht da menschlich verkaufen, so abstrus das klingen mag. Und so sahen wir uns dann als neue SA. Und da habe ich dann auch meine Leute darauf verpflichtet und die jungen Kameraden dann auch dazu angeleitet, Kühnens Werke zu lesen und sich ein Braunhemd zu besorgen. Das spielte auch hinein in die Tradition, die wir übernommen hatten von den Kameraden, die aus den alten Neonazi-Organisationen dabei waren, unter anderem auch mal dem Helle, den ich ja schon erwähnt hatte, der uns sein Postfach zur Verfügung gestellt hatte, der, wie sich später herausstellte, Jahre später von Anfang an ein auch speziell auf mich angesetzter Informant des Innenministeriums gewesen ist, ein sogenannter V-Mann des Verfassungsschutzes, der damals schon der FAP aktiv gewesen ist, der da auch immer Braunhemd getragen hatte und der da schon diese Tradition mitgemacht hatte, sich auch eher als sozialrevolutionär zu sehen. Er kam aus ursprünglich auch linken Zusammenhängen, die zwar militaristisch waren, aber die Antiimperialismus und Antikapitalismus auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Und so verstand ich mich natürlich dann auf dieser Ebene mit dem Helle sehr, sehr gut, weil das alles irgendwie, so eklektisch das auch erscheinen mag, zusammenpasste in meiner Wahrnehmung. Ja? Und wie wir damals dann rumgelaufen sind und was wir da wirklich für einen Mummenschanz veranstaltet haben, das möchte ich euch jetzt auch in ein paar Bildern zeigen. Das war zum Beispiel dann einmal einer unserer Kameradschaftsabende. Hier sehen wir ja, dass wir alle schön im Braunhemd da rumliefen und uns da auf einer Kegelbahn getroffen hatten im Geheimen. Und ja, da kann man schon mal sehen, was das für ein bisschen für Larpen war. Es geht aber natürlich noch schlimmer. Ja, also so liefen wir auch draußen rum. Das war damals dann eine Fahne des am 1. Mai 1999 gegründeten Kampfbund Deutscher Sozialisten. Da werde ich in der nächsten Folge auch nochmal ausführlich drauf zu sprechen kommen. Und hier sehen wir im Gegensatz zum letzten Bild, dass wir nicht nur Braunhemd hatten, sondern auch schwarze Krawatte mit eigenen Abzeichen und Schulterriemen und uns eben da ganz in Tradition und Geist der SA auch bildlich darzustellen versucht haben. Ja? Man muss dazu sagen, wir hatten allerdings selbst als Nazi-Karikaturen Spaß. Ja, wir haben dann auch gekegelt auf unseren Kameradschaftsabenden und haben da auch Faxen gemacht. Das sieht man hier in diesen Bildern ja doch ganz gut und das entsprach dann auch ja unserem Bild von, wie gesagt, radikal mit guter Laune. Ja, also wir wollten keine stocksteifen, elitären Sesselfurzer sein, auch wenn wir uns natürlich als Elite gesehen haben, als politische Soldaten. Aber wir wollten halt volksnah sein oder das, was wir dafür hielten. Und so zeichneten wir uns dann in Köln dadurch aus, dass wir zu denjenigen Gruppen gehörten, die halt, egal wo wir auftauchten, immer Wert darauf legten, in Uniform und im Geiste der SA eben dann aufzutreten und uns dadurch auch da der Tradition Michael Kühns würdig fühlten. Das führte dann sehr schnell auch dazu, dass ich Kontakt zum eben erwähnten Thomas Brehl bekam. Und zwar damals über die noch aktive Nationale Initiative Freiheit für Gottfried Küssel. Gottfried Küssel war ein österreichischer Neonazi, der in Österreich wegen Verstoßes gegen das NS-Verbotsgesetz zu einer massiven Haftstrafe verurteilt worden ist und dort, wie viel es war, glaube ich, im zweistelligen Bereich sogar,
da über 10 Jahre in Haft saß. Und das führte dazu, dass dann die deutschen Kameraden auch dann so eine Initiative gegründet haben, um auf sein Schicksal aufmerksam zu machen. Das hat außerhalb der Szene aber niemanden interessiert. Die Aktivitäten schliefen irgendwann dann auch ein. Aber einer der maßgeblichen Initiatoren und Köpfe dieser nationalen Initiative war Thomas Brehl. Thomas Brehl war, wie gesagt, in den 80er Jahren Stellvertreter Michael Kühnens, war einer der Hauptprotagonisten der Kühnen-Bewegung, war auch einer derjenigen, an denen sich der Homosexuellenstreit, der wie eben schon dargestellt zur Spaltung der Szene führte, sich massiv entzündet hat. Mit allerdings, muss man sagen, falschen Vorwürfen in seine Richtung. Ihm wurde da unterstellt, er wäre da in flagranti mit einem Kameraden ertappt worden. Das ist völliger Blödsinn. Sie hatten da gesoffen, gepöttet und sind nebeneinander eingeschlafen. Und das wurde dann genutzt, um da eine Kampagne gegen ihn zu inszenieren, ja, dass man da Zeuge von widerlichen Szenen geworden sei und er deswegen in der Bewegung, zumindest in der Führung, nicht mehr tragbar sei. Und muss dazu sagen, Thomas Brehl war homosexuell, ja, also er hat das nicht an die große Glocke gehangen, aber ich gehörte später zu seinen engsten Vertrauten. Er hat also in seinem Umfeld da auch kein Geheimnis draus gemacht. Aber vieles von dem, was von der Gegenseite, der Homo-Hasser-Front, da so gegen ihn verbreitet worden ist, das war alles also an den Haaren herbeigezogen und hat ihn auch zutiefst gekränkt und mitgenommen. Also das war tatsächlich so ein Trauma, dem er sich da gegenüber sah, ja, dass er also Teil dieser Bewegung war, in der er auch voll aufgegangen ist, in der er seine Position erarbeitet hatte, in der er sich heimisch fühlte, ja, und für die er sich einsetzte, dass er da plötzlich zum Feindbild gemacht wurde und das nicht von irgendwem, sondern von ehemals engen Kameraden, die dann wirklich auch gesagt haben, der gehört an die Wand und er und Kühn, die gehören ins Gas oder aufgeknüpft oder sonst irgendwas. Ja, das hat ihn schon tief traumatisiert und auch dazu geführt, dass er sich so in seine eigene Schutz- und Trutzburg zurückgezogen hatte, dass er auch immer mehr dem Alkohol zusprach. Also er ist lange, lange Jahre auch schwerer Alkoholiker gewesen und besuchte keine öffentlichen Veranstaltungen der Szene mehr, sondern agierte eher als Mann im Hintergrund, der viele Artikel schrieb für Szeneperiodika, die er auch dann als Rundbriefe verschickte, der als Netzwerker fungierte, indem er Kontakte herstellte, indem er Leute beriet, ja, der auch sehr gut zeichnen konnte. Also Brehl war auch ein sehr musischer Mensch und hat dann viele Symbolik entworfen. Sein eigener Briefkopf zierte ein riesiger Reichsadler mit seinen Initialen. Also er war da schon auch jemand, der auch völlig dieses Rollenspiel mitspielte. Ja, also wenn man in seine Wohnung kam, war alles voll Hakenkreuze, war alles voll Devotionalien aus den Neonazi-Organisationen, in der er tätig gewesen ist. Und er lebte halt da in seiner Vergangenheit. Ja, das war für ihn so traumatisch, diese Erlebnisse auch waren der Spaltung. Doch das, was er noch hatte, das war das Einzige, was er in seinem Leben eigentlich vorzuweisen hatte. Ist in dem Sinne schon wirklich tragisch, muss man sagen, weil er hat aus seinem Leben nie irgendwas gemacht. Er hat nachher wirklich ja, nur den Weg von seiner Wohnung zum Supermarkt und zum nächsten Kiosk beschritten. Und ansonsten hat er eigentlich kaum noch stattgefunden. Ja, also in späteren Jahren konnte man ihn dann doch nochmal dazu überreden, dass er auf ein paar Veranstaltungen gekommen ist und da als Redner fungierte. Er ist dann mit mir auch auf ein, zwei Demonstrationen gewesen. Aber letztlich verzichtete er dann doch wieder darauf und zog sich dann wieder zurück und fungierte dann eben als Schreibtischaktivist. Ja? Trotzdem war Brehl für mich natürlich dann schon ein Name. Ich hatte mich ja auch in den Büchern mit der Historie des deutschen Rechtsextremismus und der Neonazi-Szene beschäftigt. Da war er neben Worch ein Name, der immer wieder vorkam. Und irgendwann schrieb er mich dann an, weil ein Kamerad, der für die Initiative für Gottfried Küssel tätig war, mich erwähnte und lobte und er schickte mir dann ein paar seiner Artikel zu und sagte, er freue sich, dass ich da auch Interesse an dem Werk Michael Kühnens hatte. Es gab damals von ihm herausgebracht ein Gedenkpin für Michael Kühn, Michael Kühn und du siegst doch, umschrieben auf einem dem NSDAP-Parteiabzeichen nachempfundenen Metallpin, den schickte er mir mit und da fühlte ich mich natürlich damals mega geehrt und gebauchpinselt. Ja? Also ich da als 15-Jähriger, dessen Aktivismus dann auch so eine Persönlichkeit erreichte, der sich von sich aus an mich wandte und mich anschrieb und mir Material schickte und sagte, ich könnte ihn auch alles fragen, wenn ich Interesse hätte. Und mit Thomas Brehl trat ich dann in einen sehr, sehr regen Briefwechsel. Also wir haben uns wirklich unter der Woche manchmal drei, vier Briefe geschrieben. Ich berichtete ihn dann von
meinen Aktivitäten, von meinen Aktionen, von meinen Gedankengängen. Wenn mir irgendwas nicht klar war, aus den Schriften von Kühn habe ich nachgefragt. Und so wurde Thomas Brehl dann mein erster Mentor in der Neonazi-Szene, ja, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Man muss dazu sagen, Brehl war menschlich wirklich sehr, sehr angenehm und war menschlich kein schlechter Kerl. Er hat also auch vor Ort in seinem Milieu, in dem er sich rumgetrieben hatte, das war halt eine Trinkerszene da in Langen, das waren halt alles Leute, die nicht zur Elite gehören, sondern das waren wirklich Proletarier, das waren einfache Menschen, die auch Probleme hatten, um die er sich dann mitunter sehr, sehr wirklich freundlich gekümmert hat, ja, das auch ohne Hintergedanken. Ja? Also er war der nette Nazi von nebenan, konnte man wirklich sagen, ja, der auch keinen Hehl daraus gemacht hat, wo der politische Wind herwehte, aber der, wenn irgendjemand Probleme mit dem Sozialamt hatte, für den Schreibarbeit machte, ja, wenn jemand bei der Krankenkasse eine Suchttherapie beantragen musste, wo er sich hinterklemmte und das durchsetzte, ja, also er war da tatsächlich vor Ort schon jemand, der in Langen, wo er gelebt hat, also so ein kleines Nest im Kreis Offenbach bei Frankfurt, sehr, sehr viel getan für sein Umfeld, was er da aus seinem Kioskmilieu und seiner Trinkerszene kannte. Und das machte ihn menschlich dann schon sehr, sehr angenehm. Also er war keiner von diesen absoluten Fanatikern, die zum Lachen in den Bunker gehen, sondern er war jemand, mit dem man auch über Dinge sprechen konnte, die fernab der Politik waren. Ja? Also er war da nicht so stocksteif und verknöchert, während andere, wie ich ja schon kennengelernt hatte, Achim Ezer, den wir hinter vorgehaltener Hand Bockwurst-Achim nannten, von den jungen Nationaldemokraten, der später dann, nachdem er nicht zum Bundesvorsitzenden gewählt wurde, die Bewegung Deutsche Volksgemeinschaft gründete, der sich dann immer darüber echauffierte, wenn jemand eine Jeans tragt, das ist ja Besatzerkleidung oder ein Anglizismusverwandte, das ist ja Besatzersprache, ja, oder einen Hollywood-Film gut fand, das war ja Besatzerkino. Ja, war Brehl jemand, mit dem man auch über alles sprechen konnte. Der war sehr Science-Fiction begeistert, er war kulturell sehr begeistert. Wir haben uns teilweise wirklich intensiv über das alte Ägypten ausgetauscht, das alte Rom. Er hat mir dann Felix Dahns Ein Kampf um Rom geschenkt. Das war eins seiner favorisierten Bücher, was ich dann auch sehr geschätzt habe. Also er war tatsächlich jemand, der auch mehr als Politik kannte und konnte und einfach menschlich dann sehr angenehm rüberkam. Ja? Also da habe ich auch noch mal ein Bildchen von mir und Thomas Brehl. Wir haben uns dann später auch mal getroffen. Ich wurde dann einer seiner Zöglinge. Und ja, man sieht hier Trinkerdiensthemd. Er hat also aus seiner Schwäche versucht, eine Stärke zu machen. Er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er also sehr viel trinkt. Ist dabei aber auch nie ausfällig oder gewalttätig geworden. Ja? Also er war ein Gewohnheitstrinker. Der hat also tatsächlich täglich seinen Dampf gehabt. Bis er irgendwann dann Jahre später aufgrund von gesundheitlichen Problemen von heute auf morgen selber aufgehört hat und danach auch nie wieder Alkohol angerührt hat. Ja? Also das sagt ja auch so ein bisschen was über die Willensstärke dieses Mannes aus. Aber in großen Teilen der Szene war er halt sehr umstritten und es dauerte natürlich auch nicht lange, wo dann ruchbar wurde, dass ich mit Thomas Brehl zu tun hatte, dass mich dann Leute warnten und sagten, ja, hier, der ist homosexuell und mein Gott, und da sagte ich auch, ja, und wenn es so ist, das geht mir doch im wahrsten Sinne des Wortes am Arsch vorbei. Der kann doch stehen, auf wen er will, ja. Also ich bin nicht homosexuell, er hat mich nie irgendwie angemacht oder angetatscht oder sonst irgendwas. Und lass den Mann doch machen, was er will, ja. Und das war dann schon auch so ein Moment, wo ich zum einen merkte, okay, in der Szene ist ja doch nicht alles Gold, was glänzt. Also da ist ja doch nicht diese große Woge der Solidarität und der Kameradschaft allgegenwärtig. Aber zum anderen sagte ich dann, okay, aber das sind dann Leute, mit denen ich zu tun habe, die ticken wie ich, die sehen das so wie ich. Und das ist ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal, ja, dass man auch da sagen konnte, man findet Leute, die nicht nur die gleichen politischen Parolen dreschen, sondern die darüber hinaus ja auch andere menschliche Überzeugungen haben, vermeintlich menschliche Überzeugungen haben. Ja, aber auch das war dann so eine Geschichte, wo ich dann einen prägenden Einfluss nicht nur auf rein politischer Ebene bei meinen Kameraden ausüben konnte, indem ich dann eben Kühn verteidigte, Brehl verteidigte. Und das war für Brehl natürlich auch dann sehr interessant, weil da schaffte ich ihm ja dann auch wieder ein Spielfeld, auf dem er agitieren und agieren konnte. Ja, also das war dann schon so eine symbiotische Kameradschaft, die wir hatten. Also ich sah in ihm den Mentor, ich sah in ihm denjenigen, der mir Dinge erklären konnte, der mir Kontakte zur Verfügung stellen konnte, von dessen Reputation ich dann auch profitierte. Zum anderen bereitete ich ihm natürlich dann die Möglichkeit,
auch dort wieder auf mehrere Leute Einfluss zu nehmen und wusste, da hat er jemanden an seiner Seite, der ihn verteidigt und der sich für ihn einsetzt. Ja? Und die Kameradschaft zu Thomas Brel, die hielt bis zu seinem Tode im Jahre 2010. Und wir haben dann sehr, sehr viel miteinander gemacht. Wir haben dann später, wie gesagt, auch den Kampfbund Deutscher Sozialisten am 1. Mai gegründet. Da war Brel federführend mit dabei. Ich war auch Gründungsmitglied. Das wird das nächste Video beinhalten. Aber über die Zeit, die wir da miteinander eine freundschaftliche Kameradschaft hatten, weil eine wahre Freundschaft war es nicht. Ich weiß auch, wenn Brel heute noch leben würde, würde er auch den Stab über mich brechen. Er würde mich auch als Verräter bezeichnen. Er würde auch mit mir keinen Kontakt mehr haben wollen. Aber zur damaligen Zeit sah ich in ihm halt auch einen Freund und nicht nur einen Kameraden. Auch wenn ich heute weiß, dass diese Freundschaft keine wahre und keine echte Freundschaft gewesen ist. Ja? Und da kann ich auch mal ein paar Bildchen zeigen. Von Breel und mir. Unter anderem auch mit Christian Worch auf der linken Seite, Christian Worch auf der rechten Seite Thomas Breel. Christian Worch wurde neben Thomas Breel dann zu meinem zweiten Mentor. Ja, und zwar habe ich Worch durch Vorbereitungen für die Demonstration in Köln gegen die Ausstellung von Jan-Philipp Dreemsma, Verbrechen der Wehrmacht. Das war ja damals so die Ausstellung, die die Straßenbewegung, die aktivistische rechtsextreme Szene wieder auf den Plan rief, nach Jahren ja, des Stagnierens und Jahren des Sektierertums. Also das war das erste Mal, dass da so ab 1997 mit der ersten Großdemonstration in München gegen diese Ausstellung auch wirklich in einem hohen dreistelligen und vierstelligen Bereich Leute auf die Straße gingen und sich dort dann auch etwas bildete, was es zuvor in der Szene so nicht gegeben hatte. Ja, nämlich das Verständnis, dass man auch wenn man getrennt marschiert, vereint schlagen kann, dass man temporäre Allianzen schließen kann, dass man nicht mehr gegeneinander, sondern auch miteinander agieren kann in der Szene. Das war das Hervorkommen dann der NPD als Bewegungspartei, die ein Drei-Säulen-Konzept aufgestellt hat: Kampf um die Straße, Kampf um die Köpfe, Kampf um die Parlamente, wo eben dann auch die aktionsorientierten Kreise eingezogen worden sind und der Freien Nationalisten, da habe ich ja auch schon drüber referiert, die sich dann als lokale, unabhängig voneinander agierende Gruppen gegründet haben, um eben einem Vereinsverbot, einem bundeseinheitlichen Verbot zu entgehen. Und diese Demonstrationen waren der Wachmacher. Das waren die Lebenselixiere dieser Szene, weil da gab es Action, da konnte man auf die Straße, da konnte man Transparente zeigen, da konnte man auch mal so ein Bad in der Masse nehmen und sehen, dass man doch nicht so allein auf weiter Flur war. Und das klingt natürlich jetzt lächerlich, weil selbst wenn da 6.000 oder 7.000 Leute auf der Straße standen, bei jedem Lokalderby in einem zweitklassigen Fußballverein kommen fünfmal mehr Leute auf die Tribüne. Aber für uns damals, die wir uns ja dann als Elite gesehen haben und die gar nicht darauf aus waren, erstmal eine Riesenmassenbewegung zu werden, war das dann schon so ein Bad in einer bisher nicht gekannten Menge. Ja, da hat man gesagt so, wow, da laufen Tausende rum. Ja? Und irgendwann zeichnete sich ab, dass diese Wanderausstellung auch nach Köln kommen sollte. Da fühlten wir uns natürlich berufen, sofort zu sagen, ja, Mensch, Leute, jetzt müssen wir zeigen, dass wir hier in Köln auch aktiv sind. Wir wollen ja auch demonstrieren. Das gab dann natürlich wieder so eine Bruchlinie mit der NPD, weil die damaligen alten Herren am NPD-Stammtisch, die wollten dann lieber, ja, mal ein Flugblatt verteilen oder vielleicht eine kleine Mahnwache machen, aber so eine Demo, ja, da kommen ja auch Gegendemonstranten und was gibt denn das für Presse und ja. Ne, da waren sie halt am Rumheulen und so haben wir dann damals das Heft des Handelns in die Hand genommen. Da komme ich auch im nächsten Video nochmal drauf zu sprechen, wie das genau gelaufen ist und was sich da abgespielt hat. Aber im Zusammenhang damit kam ich dann mit Christian Worch in Kontakt, der erst kurz zuvor aus der Haft entlassen worden ist. Dort saß er ein wegen Fortführung der ANSNA. Die soll er mit der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front fortgeführt haben. Er hat da das Verfahren mit Zehen und Klauen geführt, so wie es seine Art war, und verloren und saß dann, glaube ich, 2 oder 3 Jahre ein, kam dann raus und machte von heute auf morgen weiter. Das war ihm auch ohne weiteres möglich, da er sehr, sehr viel geerbt hatte. Es war aber die Rede von Millionenerbe. Ich weiß selber nicht, wie hoch das Erbe war,
Aber es war zumindest so üppig, dass er mehrere Immobilien besaß, mehrere Mietwohnungen, die er auch dann vermietete, sodass er immer auch ein Einkommen hatte, was er dann voll und ganz einsetzte für die Rechtskämpfe, um eben dann eine Rechtssicherheit für die Neonazi-Szene darzustellen, dass demonstriert werden konnte, dass gegen Auflagen vorgegangen werden konnte. Das war sein Steckenpferd. Er ist ausgebildeter Notargehilfe in Hamburg gewesen und gehörte schon 1977 zu den ersten Weggefährten Michael Kühnens, war Mitbegründer der ANSNA und hat seitdem halt immer an seiner Seite gestanden und mit ihm gemeinsam Politik betrieben. Und so war Worch natürlich auch eine ganz bedeutende Figur. Er war damals ein sehr, sehr einflussreicher Netzwerker. Ja, heute ist seine Bedeutung ja also merklich geschrumpft und er wird eher noch geduldet von der Szene und von vielen müde belächelt, als irgendwo noch für wichtig und für voll genommen. Das war damals noch ganz anders. Da war eine der zentralen Figuren des deutschen Rechtsextremismus mit europäischen Kontakten, war sehr, sehr gut informiert und war überall dabei, wo irgendwo rechtsextreme Politik betrieben wurde. Und mit ihm kam ich in Kontakt, weil ich ihn dann auch eingeladen hatte in meiner Funktion als Mitorganisator dieser Veranstaltung, als Redner. Ja, und so entwickelt sich auch da ein Schriftwechsel und das führte dazu, dass wir uns dann auch mehrfach miteinander unterhalten haben. Ich trat dann irgendwann auf einer Veranstaltung von Christian Worch als Redner auf und da war er so von angetan, dass er mir danach einen Brief schrieb und sagte, ja, die Kameraden waren begeistert von seiner Ansprache, ich auch und es wäre schön, wenn du künftig öfters mal ans Mikrofon treten könntest, wenn du das möchtest. Und ja, so kam da auf anderer Ebene Christian Worch eben dann als mein Mentor in Position, der mich dann anleitete beim Straßenaktivismus, während Brel eher der ideologische Part war und der Connector war. Da war Worch jemand, mit dem ich gemeinsam tatsächlich Straßenaktivitäten vollführte. Ja, dass wir gemeinsam auf Demos waren. Ich habe ja später dann auch selber Veranstaltungen angemeldet und Rechtskämpfe geführt und dabei oft mit ihm kooperiert. Und ich war ein sehr, sehr enger Weggefährte von ihm. Ich habe viele seiner Kampagnen mitgetragen und er hat mich auch sehr viel unterstützt bei meinen Tätigkeiten. Also auch da habe ich dann einen zweiten Mentor gefunden, der neben Thomas Brehl dann mein geistiger Ziehvater geworden ist. Worch war allerdings ganz anders als Brehl. Also während Brehl eher der Kumpeltyp war, legte Worch immer Wert auf Distanz und ihm war es immer sehr, sehr wichtig, seine intellektuelle Überlegenheit zu demonstrieren. Ja? Man muss dazu sagen, er hat ein unglaubliches Allgemeinwissen. Also man konnte mit ihm auch über tausend andere Themen sprechen und er war bei fast jeder Thematik, egal ob es sich um Physik, um Chemie, um Zeitgeschichte oder Wirtschaftsfragen handelte, in der Lage, aus dem Stegreif heraus ja einen Vortrag zu halten, den man druckreif in irgendeiner Fachpublikation hätte zur Disposition stellen können. Ja, also der Mann ist hochintelligent. Hat natürlich aus seinem Intellekt nie wirklich irgendwas gemacht, hat auch kein Buch verfasst oder weltanschauliche Arbeiten der Szene beigesteuert, sondern er hat sich immer auch in der Position als Straßenaktivist gesehen. Trotzdem war es ihm wichtig, immer zu demonstrieren, ich bin nicht irgendeiner, ich bin Primus inter pares, der Erste untergleichen, wie er es genannt hat, aber er legte Wert darauf, er ist der Erste und nicht irgendjemand. Ja? Ich hatte damit kein Problem. Ich habe ihn immer als mir mental überlegen akzeptiert, habe ihm keinen Zucker in den Arsch geblasen, sondern habe ihm auch ehrlich meine Kritik gesagt. Das hat er auch sehr geschätzt. Wir haben später auch dann intensiv miteinander zu tun gehabt, haben auch sehr viel telefoniert, fast täglich Mails geschrieben und uns auch ausgetauscht über Strategien, über Taktik und über Geschehnisse in der Szene. Ja, da habe ich auch sehr viel von partizipiert, weil er mir da auch so ein bisschen das Know-how beigebracht hat, auch beigebracht hat, wie man im Versammlungsrecht sich bewegen kann, wie man mit den Behörden umgeht, wie man juristische Klippen umschifft. Aufgrund seiner rechtlichen Finesse konnte er auch verhindern, dass ich mich bei meinen Reden strafbar machte. Und das war halt mein zweites Standbein, was ich in der Szene hatte, dann auch irgendwann als Versammlungsleiter und nicht nur als Hetzredner und Propagandist. Ich war, ja, und so wurden diese beiden Männer halt zu meinen engen Weggefährten und zu meinen Mentoren und soweit man das sagen kann, auch zu meinen Freunden. Ja. Also hier nochmal ein Bild von Brel und Worch zusammen auf einer Veranstaltung, die ich organisiert hatte. Da waren beide auch dann ab und an mal zu Gast und das war schon was sehr Schönes, was ich fand, ja, weil das bestärkt ja auch dann wieder
meinen Anspruch, in der Tradition der Kühnbewegung zu stehen, ja, und hier fortzuführen, was sich Kühn auf die Fahnen geschrieben hatte. Das war ja auch immer Thomas Brehls Bestreben, der diese Tradition fortführen wollte. Er rein äußerlich, während Worch eher die Konzepte auf einer abstrakteren Art vertrat. Also Worch war keiner, der im Braunhemd rumlief oder der Interesse daran hatte, irgendwelche kühnen Ehrenzeichen angepappt zu bekommen. Er war da ein ganz anderer Schlag, da war er ganz Hanseat. Aber trotzdem haben die beiden dann auch durch mich wieder auf Veranstaltungen zueinander gefunden, was so wohl nicht passiert wäre, wenn ich hier nicht diese Brücke dann auch wieder in der realen Welt geschlagen hätte und nicht nur über den persönlichen Kontakt, der damals dann über Brief, über Mail oder Telefon bei den beiden vorherrschte. Ja. So. Hier sehen wir auch ein sehr junges Bild von mir und Worch. Also damals war ich gerade mal 16, ja, in meiner typischen, damals obligatorischen HJ-Karikatur-Uniform. Ja, Braunhemdchen und Schulterriemen und er, ja, wie im Räuberzivil wieder daneben. So, dann sehen wir hier, wie ich mit ihm im vertrauten Gespräch auf einer Veranstaltung bin. Ja, also da sieht man schon auch, dass wir ja, also da schon doch ein enges Verhältnis miteinander hatten. Hier sind wir auch zusammen auf einer Veranstaltung. Da habe ich mich schon weiterentwickelt, auch modisch. Ich habe irgendwann später auch mal aufgehört, dann als Nazi-Karikatur rumzulaufen. Das habe ich dann nur bei ausgewählten Veranstaltungen wie Führers Geburtstag oder sonstigen Traditionsveranstaltungen gemacht und habe ansonsten lieber Anzug getragen. Hier sehen wir auch miteinander im Gespräch. Da gehen wir gerade die Auflagen für eine Demonstration durch. Und hier sehen wir zusammen mit Siegfried Borchardt, dem sogenannten SS-Sigi, der sich aber selber auch als SA-Sigi eher gesehen hat, auch auf einer Demonstration, wie wir vorne wegmarschiert sind. Also da sehen wir schon, dass diese beiden Kontakte, die ich damals schon im blutjungen Alter von 14, 15 Jahren geknüpft hatte, mich ja auch in der Hochphase meines Weiterkommens in dieser Szene begleitete, mich prägte und auch ein bisschen meinen Weg dann vorzeichnete, den ich später beschritten habe. Und ja, damit wären wir dann auch für heute am Ende anbelangt. Ich wollte euch ja nochmal darstellen, wie so die prägenden Einflüsse für mich waren und wie ich mich dann weiterentwickelt hatte nach diesem ersten einschneidenden Erlebnis der großen Razzia, unserer ersten größeren Veranstaltung nach der Kameradschaftsgründung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich bin gespannt, ob ihr noch weitere Fragen habt, die ihr gerne wieder unter diesem Video in den Kommentarspalten stellen könnt. Ihr findet unter diesem Video auch wieder die Links zu meinen übrigen Social-Media-Kanälen, als auch den Link zu PayPal, wo ihr die Möglichkeit habt, meinen Kanal zu unterstützen. Ich hoffe, ihr habt noch etwas für mich übrig. Ich habe jetzt für die ganze Technik, die notwendig war, um demnächst wieder Interviews führen zu können, mit einer guten Kamera in einem vierstelligen Bereich in die Tasche greifen müssen. Etwas über die Hälfte ist durch Spenden zusammengekommen. Also auch an dieser Stelle dafür noch einmal meinen ganz, ganz herzlichen Dank, der von Herzen kommt, aber ist einiges an mir kleben geblieben. Und auch die künftigen Interviews werden nicht ganz billig. Da werde ich Leute auch unterstützen müssen, was das Fahrgeld anbelangt oder selber einige Reisen auf mich nehmen müssen. Sprit ist teuer und auch das technische Know-how, was drumherum noch sich angeeignet werden muss, ist nicht ganz günstig. Also da hoffe ich, dass ihr mir gewogen bleibt und auch ab und an noch mal vielleicht einen oder anderen Euro spenden könnt. Da wäre ich euch sehr mit verbunden. Ganz, ganz wichtig, auch der Link zu Extremismus e.V. Das ist der Verein, für den ich tätig bin und auch mein Freund Philipp Schlaffer. Auch da freuen wir uns über Unterstützung und Link findet ihr ebenfalls hier unter diesem Video. Dann hoffe ich, dass wir uns alsbald wiedersehen. Dieses Video soll, wie gesagt, hoffentlich am Ostermontag online gehen. Ich hoffe, dass ich dazu komme, noch ein bisschen zu produzieren und auch am Mittwoch und Freitag für euch da zu sein. Ankündigungen findet ihr wie immer über das Abo meines Kanals. Da werdet ihr über Premieren informiert, als auch über die Community-Seite, wo ich dann auch immer Meldungen einstelle, wenn irgendwo was von mir kommt und von mir zu erwarten ist. Das wäre es von meiner Seite für heute gewesen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr verlebt noch ein schönes Ostern. Bleibt gesund und wir sehen uns, meine Freunde.